Auf Rollen sausen sie durch die Sporthalle. Läufer und Läuferinnen zwischen 4 und 17 Jahren gehören zur Rollsportgruppe des Güstrower SC09. Sie proben bereits emsig für ihre Aufführungen Weihnachten auf Rollen am 17. und 18. Dezember jeweils um 16.30 Uhr. Was hier zu erleben ist, fasst Frieda Wenzek zusammen. Also in unserem Verein sind 46 Kinder aktiv, im Alter von 4 bis 17 Jahren. Dann gibt es auch einige aktive Muttis und dieses Jahr sind auch wieder Stefan und Thomas dabei, die moderieren. An den beiden Tagen wollen sie zeigen, was sie in den vergangenen Monaten einstudiert haben. Unter anderem gehört hierzu der Ententanz der kleinen Rollkunstläufer. Hier arbeiten Lara Wittek, Viktoria Rosenstiel und Lilly Fitzner mit. Sie unterstützen die Trainer bei ihrer Arbeit. Den Dschungeltanz haben sich Frieda Wenzek und Hanna Schewe ausgedacht. Die beiden haben beim Verein ihr Schülerpraktikum absolviert und sich die Musik, den Tanz, die Kostüme und die Choreografie ausgedacht. Alle freuen sich schon auf ihre Aufführungen, auch Sine Hoffmann. Für uns Mitwirkende war es auch ein besonders großes Kompliment, dass bereits die Samstagabendveranstaltung nach 5 Tagen ausverkauft war. Und auch die Aufführung am Sonntag ist bereits ausverkauft. Trainerin Kerstin Wittek weist auf einen besonderen Höhepunkt hin. Ich freue mich besonders, dass dieses Jahr wieder Lena und Konstantin mit am Start sind. Das ist ein Meisterklassenpaar und wird uns 2 schöne Darbietungen zeigen. Und besonders schön ist es auch mal, dass wir dieses Jahr ein eigenes kleines Paar haben. Das wird von Luise Klein und Nick Olaf Schmidt gelaufen. Es lohnt sich also, bei der 5. Ausgabe von Weihnachten auf Rollen in der Sporthalle der Sportschule dabei zu sein. Einlass ist jeweils um 15 Uhr.